Hallo zusammen, Film für Fotografen bzw. Film mit der Systemkamera. Eine neue Playlist. Es gibt auf meinem Kanal schon ganz viele Videos zu diesem Thema, zum Schneiden, zu Audio, zu Ausrüstung und so weiter. Ich nehme das mal alles frisch und neu auf Stand Ende 2017, Anfang 2018. Ich gebe ganz viele Tipps und Tricks für den praktischen Alltag unter der Voraussetzung, dass du nicht Kinofilme machen willst, sondern Familienfeier fotografieren bzw. filmen möchtest, Ausflug, Urlaub und so weiter. Also so Heimkinosachen. Dementsprechend gehe ich auf einfache Ausrüstung an, kleine Sony XR100 zum Beispiel, eine super Filmkamera. Nur Sound funktioniert damit nicht, aber für 90 € kriegen wir einen super Sound hin, auch mit der kleinen Kamera. Natürlich gehe ich auch auf ein bisschen fortgeschrittenere Sachen ein, hier zum Beispiel die Panasonic GH5, die dann ein bisschen professioneller ist. Aber in den allermeisten Fällen braucht man das nicht. Jetzt filme ich mit der Sony A6300 und dem 16 mm Sigma. Die A6300 ist eine super Kamera zum Filmen mit ein paar sehr wesentlichen Einschränkungen. Darauf gehe ich ein. Ich zeige auch, wie man die umgehen kann. Zum Beispiel mit der Hilfe von einem Smartphone. Auch auf das Filmen mit Smartphones gehe ich ein, einschließlich Software natürlich, weil ich filme sehr viel mit dem iPhone, aber nicht mit der eingebauten Video-App, sondern ich nehme andere Software dafür. Das ganze Rundum-Sorglos-Paket quasi so ein bisschen, wie du von der Idee zu einem coolen Film kommst, mit halbwegs professionellem Look und halbwegs gutem Sound. So halt die Qualität, die du aus meinen Videos hoffentlich auch schätzt und kennst. Man kann immer mehr machen, es wird aber dann exponentiell sehr, sehr viel mehr Aufwand und vor allem auch sehr viel teurer. Geld spielt für mich eine Rolle, spielt für dich eine Rolle, da gehe ich sehr viel drauf ein. Und wie gesagt, einfache Tipps und Tricks können da sehr viel reißen. Zwei Hauptprobleme haben wir: Licht und Audio. Audio können wir sehr gut kontrollieren, Licht können wir nur bedingt kontrollieren, wenn wir on Location sind. Man kann das immer professionell machen, es wird aber wie gesagt dann sehr schnell sehr, sehr aufwendig und teuer. Und wenn du nur deine Freundin oder deine Kinder oder sowas fotografieren möchtest im Urlaub, dann hast du in der Regel keine Möglichkeiten dafür. Und ich zeige ein paar Tipps und Tricks, wie du doch damit umgehen kannst und ich sag mal solide Ergebnisse erzielst. Ich hoffe, es interessiert, ich hoffe, du bist dabei und ich hoffe, du bist vor allem motiviert, auch was mitzumachen, Schrägstrich nachzumachen. Denn das ist wie beim Fotografieren. Nur mir zuzuschauen bringt nur sehr wenig. Letztlich musst du es auch machen. Und vielleicht hast du ja jetzt über die Weihnachtsfeiertage oder wann auch immer du das Video schaust, ein bisschen Zeit und Muße, um dich damit zu beschäftigen, ein paar Sachen ausprobieren. Ich gebe einen ganzen Haufen Tipps für kleine Übungen, mit denen du das Gelernte dann auch ins Stammhirn reinkriegst. Also, viel Spaß, viel Erfolg mit deinen Filmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.